Vor allem steigert. Verstärkt, okay? Sorry, dass ich existiere, ja? Ich nehme es ja zurück. So, ich hoffe, dass jetzt alles klar geht. Willkommen zurück zu Pokémon Strand und Diamant. Und bevor es mit dem Finale im Galactic-Gebäude in Weide weitergeht, möchte ich noch ein bisschen was machen. Was zur Hölle? Bei mir war gerade voll der Codierungsfehler. Das kann aber nicht sein. Also, ich weiß nicht, was da gerade los ist. Was ist hier los? Sekunde kurz. Da muss ich was machen. So, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Nein. So, jetzt sollte wieder alles glatt laufen. Ja, was ich sagen wollte, ist, bevor es bei Schleiergebäude weitergeht, möchte ich alles noch ab, was es zu suchen gibt. Und um mir das ein bisschen zu ersparen, Superschutz einsetzen, weil, ja, Pokémon, die hier auftauchen, sind ziemlich schwach. Aber hier gibt es ja noch einen Surferweg. Das wird später wichtiger werden. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ah, habe ich so einen Krissel drin. Hier gibt es TM 31 Durchbruch. Ich wollte nicht auf den Trainer passen, sorry. Ich wollte nur gucken, ob das vielleicht Demi erlernen kann, ja. Relativ gute Kampfattacke kann Lichtschild, Schutzschild, also alle. Oh. Ich weiß nicht, ob das auch für Schutzschild gilt. Aber für Lichtschild und Reflektor kann durchbrechen. Ah, an sich. Ich weiß nicht. Also Nahkampf ist an sich definitiv besser. Braucht man nicht zu diskutieren. Und da ja der sowieso einen höheren. Der hat. Seht ihr selber, der hat einen höheren Spezialangriff. Deswegen Flammenwurf wird, denke ich, noch drin bleiben, aber ob es bis zum Ende drin bleiben wird, weiß ich nicht. Aber Nahkampf. Ich überleg's mir mal. Ich muss sowieso jetzt den. Aber hier gibt es einen ganz besonderen Trainer, der mich dann guckt. Bin ich so hässlich? Ja, ich merk's schon. Nee. Ja, dieser besondere Trainer setzt nämlich Pokémon ein, die man nur von ihm sehen kann. Wobei, stimmt eigentlich nicht ganz, weil man sieht, er setzt ein Holo ein, was. Wenn man das Ei ausschlüpft, dann kann man es ja sowieso bekommen. Aber sollte man das Ei nicht schlüpfen lassen, dann kann man hier ein Yolo finden. Und das ist wichtig für den nationalen Pokédex. Ja, traurig, aber wahr. Und ich weiß nicht, warum ich Rhinoku eingesetzt habe. Achso, stimmt. Palimpalim ist ja gerade nicht da. Stimmt, oder? Nee, der ist nicht da. Georock. Ich hab nichts gegen Georock. Okay, Akiyama. Akiyama. Sag mal, was du so drauf hast. Aber du hast keine Bodenattacke, richtig? Hattest du eine Bodenattacke? Doch, du konntest Erdbeben, oder? Ich habe lange nicht mehr gespielt. Ja. Nein, hast du nicht. Ja, okay. Eiston, reinhauen. Let's go! Hasse Robustheit. Hä? Hä? Voll unnötig. Aber ernsthaft. Seit wann existiert Robustheit? Oder seit wann existieren überhaupt Fähigkeiten? Ich glaube, fünfte Generation. Oder vierte Generation. Ich glaube, tatsächlich vierte Gen.
Digga, Bewusstheit ist so kacke und Zuflucht ist noch beschissener. Was willst du mit Zuflucht? Vor allem, warum kannst du Zuflucht erlernen und Olympalim nicht? Oder konnte der das? So, Ambidiffel. Das richtig gesehen? Hab ich richtig gesehen? Ambidiffel? Toll. Was zur Hölle? Staraptor. Ah! Stimmt's! Aber eine Frage hätte ich. Man kommt ja hier erst hin, wenn man Surfer hat. Wieso sind seine Pokémon auf Level 34? Oder halt so im Drehraum von 30 bis 35? Nur zur Information, man kann Surfer erst nach der sechsten Arena einsetzen. Nee, nach der fünften. Nach der fünften kann man das einsetzen. Das Problem ist, man ist zu der Zeit schon mindestens Level 35. Oder 40. Deswegen, ja. Aber hier findet man zum Beispiel auch die Erdtafel für Arceus, ganz wichtig. Ich wollte jetzt Erdattacken sagen. Nein, nicht ganz. Bodenattacken zu. Aber ja. Gut. Und hier findet man noch Power Punch. Und jetzt geht es woanders weiter. Ich weiß nur gerade nicht. Habe ich einen Fluchtteil? Bitte sag mir, dass ich einen Flucht. Bitte sag mir, ich habe einen Flucht. Bitte. Please. Ich habe keinen Fluchtteil. Ja? Nein. Doch. Okay. Gut. Es geht gleich weiter. Es gibt nämlich noch einen Ort. Und zwar erinnert ihr euch hier oben, so, ich glaube, nördlich von Jubelstadt, heißt das wirklich? Mir nicht sicher. Gibt es noch den verwüsteten Pfad. Dort konnte man auch surfen. Es gibt sogar hier relativ nah auch noch ein Ort, wo man surfen kann. Allerdings glaube ich, dass ich das nach dem Galactic Gebäude mache. Soll ich das jetzt schon machen? Komm, komm, wir sind in der Nähe. Sind in der Nähe. Also kann ich schon mit reindrücken. Und Aquawelle, kann das jemand erlernen? Ambidiffel? Oh, okay, das... Was? Zur Hölle. Was ist das... Ich glaube wirklich, dass so Ambidiffel so der nächste Super Saiyajin der 20.000. Region wird. Oder zumindest Super Saiyajin der 4. Region, der Sinnoh-Region. Okay. Ich hoffe im Übrigen, dass man den Hintergrund nimmt. Ist ein bisschen weird. Ja, ich weiß. Ich hoffe wirklich, dass man das nicht hört. Und hier finden wir Glücksrauch. Wenn man das einem Pokémon zum Tragen gibt, dann erhöht das das Geld im gewonnenen Kämpfen. Also quasi, weiß ich, kann man ein besseres Glücksamulett sagen? Es ist auf jeden Fall ein alternativer Zugriff. Und ja, ich denke, ich werde jetzt tatsächlich diesen Special-Ort machen, denn ihr erinnert euch sicherlich, als wir hier unten waren, gab es ja einen Surfer oben bei dem Auen von Flori. Dort gab es, oder relativ nah von dem, gab es einen Surferweg. Möchte ich natürlich gerne mit einsacken und genauso wie diese Top-Schützer, weil Top-Schützer sind meistens besser. Eigentlich, warum meistens? Immer besser. Schont die Kosten. Halt, warte, mir fällt gerade noch was ein. Und zwar, als erstes, dass ich erstmal den Schutz erneuern sollte. Ja, das zum einen. Aber zum anderen fällt mir gerade noch was anderes. Und zwar gab es hier... Genau.
Ach, war das nun hier? Was war... Donnerblitz! Ich weiß, dass das Ambidüffel erlernen kann. Ich glaube, man Gnetern kann das auch, oder? Weiß es nicht. Und ich meine... okay. Nein. War hier doch kein Item. Aber wir gehen jetzt hier hinten zu einem speziellen Gebäude. Dort konnte man früher nur in Platin. Ganz wichtig, nur in Platin. Platin ist so viel besser, ne? Ihr könnt auch von hier aus gehen. Hier kommen wir nämlich zu Feurio-Hütte und in Platin konnte man hier den Magmarisierer finden. Wichtig zur Entwicklung von Magma zu Magbrand. Eine. Das gibt es hier nicht. Also. Gibt's das? Ich glaube, es gibt es nur in leuchtende Perle, richtig? Und auch nur im Untergrund. Auf jeden Fall gibt es das im Untergrund. Und von daher für mich sowieso nicht relevant, weil ich ja meinen Feuerstarter habe. Hier gibt es allerdings auch keine speziellen Pokémon. Früher gab es hier noch zwei kleine andere Pokémon. Ich bin gespannt, was es in Diamant und Perl gab. Ich hab das nie in... Oh, noch so ein Typ. Ich glaube, Holzkohle gibt's hier. Ich hab das nämlich in Diamant und Perl nie gemacht und das war direkt ein Fail. Ja, toll. Hä, es gibt noch hier Trainer? Oder bin ich blöd? Hat hier echt noch Trainer? Ist ja der Wahnsinn, Alter. Tatsächlich. Hä? Wie können die ihre Pokémon trainieren? Hier kommt doch keine Sau hin. Was zu... Ja. Kannst du ja jetzt aber nicht sagen 34. Warum? Hätte man über Cholo. Ach, das stimmt. Das ist eine Arbeit. Meistens Kampf oder Gestalt. Ja, moin. Wie hat er es geschafft, das Vieh zu trainieren? Und vor allem, warum hat er es nicht zum Moschop weiter? Macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Was ist das denn? Oh gut. Ernsthaft. Willst du mir vielleicht erklären, wie du es geschafft hast, deine Pokémon hier zu trainieren? Weil, naja, wie gesagt, hier kommt keine Sau hin. Also, wie hast du es geschafft? Voll unnötig irgendwie, dass hier noch Trainer auf einen. Ja, ich hätte die Trainer überspringen können, aber es kann ja sein, es muss nicht. Es kann ja sein, dass einer dieser Trainer hier. Ladungsstoß? Es kann ja sein, dass einer dieser speziellen Trainer, die hier so herumchillen, ein Pokémon einsetzt, was man sonst nur an dieser Stelle finden kann. Es ist unwahrscheinlich, ja. Aber nicht unmöglich. Und ich glaube, wir schaffen tatsächlich nicht mehr das Team Galactic Vieh. Zumindestens das nicht noch weiter. Also, oh, jetzt gleich werden wir es sowieso nicht schaffen, weil wir sind schon bei 5. Blöden Fail. Was? Nein, war das falsch? Oder war das richtig? Hä? Ich check das nicht. Bin ich jetzt falsch oder richtig? Ich möchte zu dem Item werfen. Komme ich zu dem Item? Was? Beschissenes gesehen. Ich hoffe, das wird jetzt wahrscheinlich in der Aufnahme drin sein. Verdammt. Ich muss mir das mal kurz geben. Sekunde. Okay, ich glaube, ich werde jetzt einen Doppelsound dabei haben. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ja, ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe nämlich von OBS nochmal das Mikrofon angehabt, weil ich das nochmal alles umändern musste. Und ja,
Ist halt jetzt blöd gelaufen. Da werde ich schauen, wie ich das drüber lege oder was ich da genau mache. Müssen wir mal schauen, aber gut. Das erklärt, warum bei mir bei Order City das so komisch war. Ja, ich hoffe, ich finde da hoffentlich eine Möglichkeit für und tu mir bitte jetzt einen Gefallen, Stalos. Setze kein Erdbeben ein. Tust du mir den Gefallen? Oder sagst du, ja okay, er tut mir den Gefallen. Ja okay. Hä, ne Moment. Er setzt Katapult ein. Er muss doch damit rechnen, dass ich entweder wechsle oder dass ich bei Rinoko bleibe. Und ich hasse dich. Mit deiner scheiß Robustheit. Er muss doch damit rechnen, dass ich wechsle. Warum setzt er denn nicht eine Bodenattacke ein? Oder kann der gar keine Bodenattacke? Auf Level 33. Ich weiß nicht. Auf welchem Level war das von Adam in der Arena? In der Flipbook Arena. Ich glaube, das war sogar 36, oder? War das Level 38? Irgendwie sowas. Und das konnte auch Erdbeben. Hä? Warum hat das nicht eingesetzt? Ja, okay. Soll mich nicht weiter jucken. Ich find's nur gerade ein bisschen blöd, wie das die ganze Zeit gelaufen ist. Ich hätte da genauer hinschauen müssen, bevor ich die Aufnahme starte. Ist halt jetzt blöd gelaufen und gegen dich habe ich schon gekämpft, lol. Ja. Also da werde ich mal schauen. Wahrscheinlich habe ich da einen Doppelsound drin und ja. So, ich muss definitiv hier hoch. Richtig? Richtig. Ich hasse solche Gebäude, wo es Teleporter gibt oder... Hä? Hä? Ach so. Wo es, ja, ich hasse solche Gebäude in Pokémon-Spielen oder generell in Spielen. Ist ja nicht nur bei Pokémon, aber meistens ist es bei Pokémon. Wo es solche Plattformen gibt oder wo es Teleporter gibt. Ich wollte gerade sagen, war das falsch? Nee, war richtig. Steinrauch steigert Gesteinsattacken, richtig? Richtig? Ja. Vor allem steigert, verstärkt, okay? Sorry, dass ich existiere, ja? Ich nehme es ja zurück. Ich muss echt schauen, wie ich das mache. Das waren halt jetzt 15 Minuten, die ich... Da muss ich wirklich schauen, wie ich das mache. Ich finde aber, denke ich, etwas. Mal schauen, vielleicht mache ich das hier die ersten paar Minuten bei Outer City raus. Und dass du mir jetzt mit Galoppa kommst, finde ich sehr, sehr gut. Aber wenn du jetzt dich tötest, dann okay. Ja. Da muss ich gerade was rausschneiden. Aber Rinoko, ich bin ein bisschen stolz auf dich, dass du auf Level 50 bist. Damit hast du ans Team ein bisschen angeglichen, oder? Ja. Ja, gut, okay, du bist. du bist mit Flamey das Stärkste, also. Ich glaube, ich sollte den beiden mal wieder eine Pause geben, ja? Ich habe so gehört, Flamey mag aktuell nicht besonders. Flammenwurf? Okay. Kann man akzeptieren. Ich habe gehört, Flamey möchte nicht mehr mitmachen. Okay. Kann ich akzeptieren, denke ich. Und Rinoko müssen wir auch mal schauen. Ich habe versucht, die Arbeit hier im Hüttenwerk zu erleichtern. Hüttenwerk? Wer sagt das denn? Indem ich bewegliche Platten im Boden installiert habe, hättest du mal die Arbeit sein gelassen, weißt du? Doch alle haben sich bloß beschwert. Ja, warum wohl? Dass ihnen davon ganz schwindelig wurde. Doch ich will dir nicht die Ohren verjammern. Hier hast du zum Andenken an deinen Besuch. Wow, ein Feuerstein. Ich hätte mich mehr über Magmarisierer gefreut. Oder irgendwas anderes. Was cool ist. Und nicht so ein x-beliebiger Feuerstein, den ich schon 500 Mal habe. Und was, seht ihr das? Da unten, dieses
dieses kleine Krisseln, was man da ab und zu hat. Aber hier seht ihr jetzt den Rückweg. Und im nächsten Part geht's dann auch wirklich im Galactic-Gebäude weiter. In Schleide. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss und ciao, Leute. Liken, kommentieren, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.